Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir in die Welt der Software ein und beleuchten einige Programme, die auf einem aktuellen Windows-Betriebssystem eigentlich nicht mehr notwendig sind. Lasst uns gemeinsam herausfinden, warum bestimmte Tools, die wir vielleicht gewohnt sind zu installieren, mittlerweile überflüssig geworden sind. Das Video ist in zwei Teile unterteilt. Zum einen schauen wir uns Programme an, die wir eigentlich jetzt schon deinstallieren können. Und dann schauen wir mal in die Glaskugel und wagen einen Blick in die Zukunft und schauen uns vor allem an, was Microsoft bei der Windows 11 Insider Preview für Änderungen an den Programmen vornimmt und was das für die Zukunft bedeutet. Los geht's! Tuning Tools. Das habe ich früher auf jedem Windows-PC installiert, denn diese Tuning Tools hatten oft Funktionalitäten, die bei Windows nicht vorhanden oder schwer zu finden waren. Ganz vorneweg zum Beispiel der editierbare Autostart. Das kann jetzt der Windows Task Manager selbst und auch andere Funktionalitäten, die ich früher in Tuning Tools gefunden habe, kann man heute selbst mit Windows durchführen. Es gibt keinen wirklich guten Grund mehr, Tuning Tools zu benutzen. In der Regel machen die mehr kaputt, als die helfen. Und zum anderen haben wir jetzt heute auch schnellere Prozessoren und eine SSD ist ganz wichtig, um ein schnelles System zu haben. Da kann ein Tuning Tool wenig bei helfen. Die nächste Software-Kategorie, die wir nicht mehr brauchen, das ist Virenschutzsoftware. Die brauchen wir natürlich noch, aber die ist jetzt schon bei Windows 11 und Windows 10 mitgeliefert, nennt sich Windows Defender und ist von Anfang an beim System dabei. Eine andere Virenschutzsoftware zu installieren ist oft schadhafter als das mitgelieferte und besser ins System integrierte Programm von Microsoft zu benutzen. Das weiß auch die Antivirenherstellerindustrie und die schmeißen mittlerweile mit Schleuderpreisen um sich, um das noch zu verkaufen, was sie haben. Und sie packen vor allem immer mehr Programme in diese Antivirensoftware hinein, um noch irgendein Argument zu haben, euch das anzudrehen. Zum Beispiel wird mittlerweile ein VPN mitverkauft oder es gibt einen Passwortmanager dazu. Das gibt es aber auch in der Regel kostenlos oder man braucht es halt nicht, also ein VPN braucht jetzt auch nicht jeder. Deshalb muss man das sehr genau hinschauen. Ich würde auf jeden Fall den Windows Defender weiterhin empfehlen. Könnt ihr euch noch an den Acrobat Reader erinnern? Vielleicht hast du ihn ja sogar noch installiert, aber so richtig brauchen tut man den eigentlich nicht mehr. Der Edge-Browser von Microsoft hat einen integrierten PDF-Viewer und mit dem kann man sogar PDFs rudimentär editieren. Wenn man weitere Editierfunktionen braucht, dann braucht man vielleicht eine extra Software. Aber der Acrobat Reader, der ja nur zum Anschauen von PDFs gedacht ist, den brauchen die meisten wahrscheinlich nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Kennt ihr das Windows Notepad? Gesehen habt ihr das bestimmt alle schon mal, aber so richtig zu gebrauchen war das die ganze Zeit nicht wirklich. Deshalb habe ich mir immer zum Beispiel Notepad++ installiert und mache das auch immer noch. Wenn man sich jetzt aber die Windows 11 Insider Preview anschaut, dann merkt man, an diesem Notepad wird tatsächlich noch gearbeitet. Zum Beispiel sind Tabs eingeführt worden und vielleicht geht das ja so weit, dass in Zukunft auch der ein oder andere Texteditor zum Nachinstallieren überflüssig wird. Was auch überflüssig wird, und da kann man sich schon ziemlich sicher sein, denn da ist die Entwicklung weit vorangeschritten, sind zusätzliche Screenshot-Tools. Die von Microsoft bereits in Windows 11 enthaltene Lösung bietet fast schon alles, was ich mir von einem Screenshot-Programm wünsche. Ich kann einen Screenshot per Tastendruck machen, der Screenshot wird mir in die Zwischenablage kopiert und gleichzeitig auf die Festplatte gespeichert. Und nicht nur das, ich kann meinen Screenshot auch noch editieren. Und viel mehr erwarte ich jetzt auch nicht von einem Screenshot-Programm. Früher war auch eine Explorer-Alternative eigentlich auf jedem PC zu finden, zum Beispiel der Total Commander oder Speed Commander. Allerdings muss man jetzt auch sehen, dass Microsoft auch am Explorer weiterarbeitet. Ich sehe noch nicht ganz, dass die Alternativen ersetzt werden. Zum Beispiel hat mein Speed Commander noch ein Programm zum Umbenennen oder zum Massenumbenennen von Dateien integriert. Das kann jetzt Microsoft noch nicht direkt. Aber ja, hier wird trotzdem dran gearbeitet und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch ein Argument, sich den Windows Explorer doch mal genauer anzuschauen. Vorhin hatten wir schon das PDF-Programm besprochen und mittlerweile ist auch der Browser relativ ausgereift auf Windows. Ich installiere mir zwar immer noch eine Alternative, der Edge, der von Windows mitgeliefert wird, gefällt mir nicht wirklich gut, ist mir zu überladen, aber theoretisch ist das ein Chromium-Browser. Ich kann mir einen Adblocker installieren und kann auch ziemlich viel einstellen in dem Browser. Ich habe also nicht wie früher die Schmerzen mit dem Internet Explorer und ich glaube auch hier werden wir sehen, dass mehr Nutzer einfach den Edge-Browser behalten und keinen neuen Browser installieren.
Microsoft liefert bei Windows 11 auch noch ein eigenes Mail-Programm mit. Ich bin mit dem nicht warm geworden, aber wir können ja mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht werden halt andere Mail-Programme damit auch überflüssig. Mir fehlt hier zum Beispiel noch die Funktion, dass ich meine Kalender und Kontakte synchronisieren kann. Und auf diesem Marktsegment gibt es nicht wirklich viele Alternativen. Was mir dafür einfällt, ist EM-Client und Thunderbird. Das sind die beiden, die CardDAV, CalDAV und IMAP können. Und das ist das, was ich halt unbedingt brauche bei einem Mail-Programm. Und jetzt komme ich noch am Ende zu einem Punkt, den habe ich mal Authentisierung genannt oder Passwortmanager. Es gibt ja schon mal so Ansätze mit Windows Hello und natürlich kann jetzt Microsoft auch Passwörter von mir speichern und die dann eben eingeben, wenn ich die Webseite besuche. Auch auf diesem Feld wird wahrscheinlich die nächsten Jahre ein bisschen Bewegung zu sehen sein, denn das versuchen ja viele große Tech-Firmen gerade wie Google oder Microsoft, diese Authentication-Ansicht der User an sich zu binden und den Nutzer da noch abhängiger zu machen. Ich persönlich würde davon abraten, solche Dienste zu nutzen, weil man sich dann von einem dieser Konzerne abhängig macht und man kann das auch ganz einfach mit einer kostenlosen und sehr einfach zu benutzenden Software ersetzen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wenn deine Glaskugel nicht in der Reparatur ist, freue ich mich über einen Kommentar, was du denkst, was in Zukunft noch ersetzt werden könnte bei Microsoft Windows.